Ja, die Frage, die wir uns jetzt alle stellen dürfen, sollen, müssen: An wen binde ich meine Existenz? Was machen wir jetzt? Lasse ich sie liegen aus Angst, ich werde nochmal enttäuscht? Oder fange ich an zu proklamieren? Du bist eine Banane. Ich glaube, du bist eine Banane. Alles gute, wichtige Wünsche, Gebetsanliegen. Nur die Priorität ist immer auf das, was ich haben will. Ich habe schon einige Blicke gesehen hier auf das Parkett hier. Wenn ich zu meinen Enkeln fahre, meine eine Enkelin, die sagt immer: Was hast du mir denn da wohl mitgebracht? Die Frage ist nicht, hast du mir was mitgebracht, sondern was hast du mir da wohl mitgebracht? Und ich denke, der Herr hat immer was mitgebracht. Er hat immer was für uns vorbereitet und er liebt es, uns zu überraschen. Jo. Das Thema Glaube bewirkt Ruhe. Ich war mal, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, fällt mir jetzt aber gerade erst ein, und zwar war das wirklich so eine kleine Erweckung. Da war Billy Smith, ich weiß nicht, kennt ihn jemand? Texaner, bewegt sich sehr so in Heilung. 3 Wochen lang, jeden Abend. Und der Raum war übervoll. Und wir als Familie, auch unsere Kinder, die waren damals ja vor 15 Jahren noch relativ klein, also viele Kinder waren noch jeden Abend da, obwohl Schule war. Und es war mucksmäuschenstill. Und alle waren wirklich gespannt und voller Erwartung, was wird Gott heute tun? Und was mich so, was so, ja, so schön war oder auch so als Vorbereitung, er hat nie den Abend begonnen. Er hat immer gesagt, Gott ist gut und die Versammlung sollte sagen, alle Zeit. Und das war wirklich so, da war schon so der Boden oder man war schon so in gespannter Erwartung. Ja? Also, Gott ist gut, alle Zeit. Amen. Amen. Ja. Ja, Glaube bewirkt Ruhe. Ich glaube und ich weiß von mir, dass das etwas ist, was ich unbedingt noch viel, viel mehr erleben will. Wem geht's auch so? Ja, wir brauchen das alle total. Ja. Wir sind ja hier die Versammlung der Gläubigen und das wird mir auch immer wichtiger, in der Versammlung der Gläubigen zu sein. Glauben tun wir alle, ja. Aber es kommt, und das wissen wir, grundsätzlich darauf an, was glaube ich und an wen glaube ich. Und es gibt diesen natürlichen Glauben und den übernatürlichen Glauben. Natürlich glauben alle Menschen an irgendwas. Auch wir Übernatürlichen glauben einen natürlichen Glauben, sonst wären wir alle nicht hier. Keiner würde jetzt hier sitzen, wenn er nicht glauben würde, dass der Stuhl nicht unter uns zusammenbricht, wenn wir uns draufsetzen. Dass das Auto nicht anspringt oder anspringt, wir glauben, dass das Auto springt an, wenn wir losfahren wollen zur Versammlung der Gläubigen. Ja, aber es ist für uns natürlich, weil wir übernatürlich sind, die Gläubigen, wissen wir glauben an den übernatürlichen dreieinigen Gott, an das lebendige Wort Gottes, das vom Heiligen Geist eingegeben wurde. Und das ist das A und O. Und ohne diesen Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ganz bekannte Bibelstelle ist das, Hebräer 11, Vers 6. Das ganze Kapitel Hebräer 11, lest das bitte immer wieder. Das ist so herausfordernd, aber auch
ermutigend und ergreifend. Hebräer 11, Vers 6 steht, wer zu Gott kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Belohnung lieben wir, ja? Wer will belohnt werden? Heute wird jeder belohnt. Das ist eine Prophezeiung, dazu stehe ich. Heute wird jeder belohnt. Der Feind setzt natürlich alles dran, uns zu ängstigen, Zweifel zu säen, in unsere Gedanken zu installieren. Warum? Ja, weil er weiß, wie stark wir sind, wenn wir im Glauben stehen. Und das gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Und deshalb ist es auch so wichtig und so gut, dass wir Gemeinschaft haben untereinander. Ich denke, das haben diejenigen, die die Abende da waren, ich war leider nicht jeden Abend da, als wir die Gebetswoche hatten, wie intensiv das war, dieses auch miteinander, füreinander zu beten und so weiter. Und das ist ja auch Gottes Plan für uns. Und das steht in 1. Thessalonicher 3, und jetzt weiß ich nicht den Vers, aber ich lese es mal vor. Da steht, Paulus schickte Timotheus an die Gemeinde Thessalonich. Warum? Um sie zu stärken und im Glauben zu ermutigen und dass sie davor bewahrt bleiben durch die Schwierigkeiten, die sie durchmachen müssen, dass sie dadurch nicht verunsichert werden. Verunsicherung bewirkt Angst und bewirkt Unglauben. Und deshalb hat Paulus Timotheus dorthin geschickt, damit sie davor bewahrt bleiben. Also wie wichtig ist es, dass wir in Gemeinschaft sind, dass wir füreinander da sind, dass wir einander ermutigen, dass wir einander im Glauben stärken. Vers 7, das ist 1. Thessalonicher 3, Vers 7, spricht Paulus selber und sagt, in unseren Kämpfen und Schwierigkeiten hat es uns sehr getröstet, dass ihr im Glauben festgeblieben seid, durch euer Festhalten am Glauben wurden wir gestärkt. Ich finde das total stark, weil wie wichtig ist das, dass ich werde durch das dein Festhalten am Glauben gestärkt und getröstet. Und das ist Gottes Wille, auch dass du durch mein Festhalten am Glauben gestärkt, ermutigt und getröstet wirst. Merken wir, wie wichtig das ist, dass wir zusammen sein sollen, warum Gott das so geplant hat für uns, dass wir ein Leib sind und dass dieser Glaube uns befähigt, dass wir füreinander da sind. Dass wir durch den Glauben ist der Weg frei und durch den Glauben können wir Jesus in dem anderen erkennen. Ich kann Jesus in dich sehen durch den Glauben und ihr könnt hoffentlich Jesus in mir sehen durch den Glauben. Und das ist so enorm wichtig, dass wir uns gegenseitig erkennen. Wer bist du in Jesus? Wer bin ich in Jesus? Wo ist der Platz im Leib? Und dass wir uns darin, ihr merkt, das ist mein Lieblingsthema, mein Hauptthema. Und das soll noch viel mehr greifen unter uns. Dass jeder wirklich seinen Platz einnimmt. Und dass wir, und dann ist es, wenn wir wirklich so miteinander umgehen, dann sind wir im Glauben gestärkt, dann sind wir ermutigt. Ja. In 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kennen wir bestimmt alle die Bibelstelle, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wenn es einen guten Kampf des Glaubens gibt, gibt es dann auch einen schlechten? Ich
bin überzeugt, jeder von uns hat schon schlechten Glauben gekämpft. Vielleicht nicht immer ganz bewusst, aber doch sehr, sehr schon häufig. Also ich kenne das von mir. Ich gehe da vielleicht nachher noch mal näher drauf ein. Jetzt nur so ganz grob, schlechter Kampf des Glaubens. Wir kennen alle, wir wissen alle das Wort, wir kämpfen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Kennen wir alle. Aber wer hat das noch nie gemacht? Wir alle haben schon gegen Fleisch und Blut gekämpft, ja? Oder diese ganzen manipulierenden Gebete. Schlechter Kampf des Glaubens. Ja, jetzt habe ich euch was mitgebracht. Gucken. Was ist das? Weißt du das oder glaubst du das? Warum glauben wir das oder warum wissen wir das? Schale sieht so aus. Schon mal erlebt, Erfahrung. Es hat uns irgendwann mal jemand gesagt, guck mal, das ist eine Banane. Sehr wichtig, ne? Wissen ist sehr wichtig. Riecht so, fühlt sich so an wie eine Banane. Also fällt es uns nicht schwer zu glauben, das ist eine Banane. Okay, soll ich jetzt mal die Schale öffnen? Wir dürfen ja hier eigentlich nicht essen, aber ich glaube, ich kriege die Ausnahme genehmigt, ja. Okay, ich öffne jetzt mal die Banane. Jetzt müsst ihr jubeln. Halleluja! Wir haben geglaubt, wir kommen vom Glauben ins Schauen. Und wer möchte jetzt diese Banane genießen? Wer hat Hunger? Was? Guten Appetit. Wir haben eine Glaubenserfahrung gemacht. Wir sind glücklich. Amen. Ich sehe so viele hungrige Gesichter. Was meint ihr, was das ist? Das lag jetzt nicht unbedingt an mir, sondern an dem Laden, wo ich sie gekauft habe. Okay, was ist das? Eine Banane. Glaubt ihr das oder wisst ihr das? Sieht so aus wie eine Banane. Riecht wie eine Banane. Fühlt sich so an wie eine Banane. Wer möchte? Wem soll ich sie öffnen? Ja, bitte. Ich öffne sie für dich. Komm her. Oh. Keine Banane. Alles, was sie hatte, war aus Watte. Sehr leid. Möchtest du sie trotzdem? So, was machen wir jetzt damit? Bist du sehr enttäuscht? Ja, ganz traurig. Oh, genau. Ja, es hat doch vorhin funktioniert. Da haben wir geglaubt, das ist eine Banane. Andreas kann jetzt immer noch genießen. Ach so, also beides Andreas, genau. Gut, der eine Andreas genießt, der andere ist jetzt tief enttäuscht. Warum hat dein Glaube jetzt nicht funktioniert?
Das ist dann ja die Frage, die wir uns wahrscheinlich schon so oft gestellt haben. Ja. Ja. Ich habe doch dafür geglaubt. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder Andreas bleibt total enttäuscht, bleibt da drin stecken, gefrustet, sagt, ich kaufe keine Banane mehr. Das ist eine Festlegung aufgrund von negativen Erfahrungen. Kommen wir nachher noch drauf. Oder Andreas entscheidet sich und sagt trotzdem, ich werde in meinem Leben noch viele leckere Bananen genießen. Müssen wir uns entscheiden. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr, was das ist? Banane. Warum glaubt ihr das? Sieht so aus. Seid ihr nicht ein bisschen misstrauisch nach der letzten Erfahrung? Ein bisschen schon, ne? Was machen wir jetzt? Lasse ich sie liegen aus Angst, ich werde nochmal enttäuscht? Oder fange ich an zu proklamieren? Du bist eine Banane. Ich glaube, du bist eine Banane. Haben wir auch schon alle gemacht, oder? Ist das der gute Kampf des Glaubens oder der schlechte Kampf des Glaubens? Muss jeder für sich entscheiden. Ja, was machen wir jetzt? Halte ich mich jetzt für weise, dass ich sage, nein, ich öffne die Banane lieber nicht? Ist das Weisheit oder ist das Unglaube? Ja, okay. Also wer ist wofür? Sollen wir diese Banane öffnen oder nicht? Okay, wir wollen ja auch den armen Andreas nicht traurig lassen, ne? Okay, ich hoffe oder ich denke, das ist schon einiges deutlich geworden. Ne? So. Und ich bin immer wieder so begeistert, wie Gott es so macht. Ja. Also, auch Andreas 2 kann jetzt die Banane genießen. Er hat eine Glaubenserfahrung gemacht. Trotz der negativen Erfahrung vorhin, hast du am Glauben festgehalten und du wirst jetzt belohnt. Amen. Ja, wir kennen ja alle die, ich glaube, das ist die bekannteste Bibelstelle, Hebräer 11, Vers 1. Was ist der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Und das Schöne ist, dass der Glaube ein Geschenk ist. Ist uns das so bewusst? Wir müssen ihn nicht selber produzieren. Wir müssen ihn nicht erarbeiten. Und trotzdem verhalten wir uns oft so. Ja. Und diese Bibelstelle ist so schön, steht in 2. Petrus 1, Vers 1. Ihr habt denselben kostbaren Glauben wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Er hat uns den Glauben geschenkt. Und Glaube, wir wollen ja alle im Glauben wachsen. Und dazu ist es natürlich nötig, dass wir nicht dieses Geschenk einfach annehmen und uns darüber freuen, sondern dass wir es ihn benutzen und einsetzen.
Und dazu ist es oft wichtig, dass wir auf Jesus schauen oder eigentlich immer auf Jesus schauen, weil er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Das ist eine ganz starke Verheißung. Und diese Verheißung, die bewirkt auch schon Ruhe. Das habe ich immer wieder erlebt, in unterschiedlichsten Situationen. Auf ihn schauen. Er hat mir den Glauben geschenkt. Er ist der Anfänger und Vollender. Das heißt natürlich nicht, dass wir so uns hinsetzen können und sagen, ja, okay, Herr, dann mach mal, dann vollende jetzt mal irgendwie meinen Glauben. So geht es natürlich nicht und das wissen wir alle. Wir müssen den Glauben bewusst einsetzen. Und ich denke, mehr als jemals zuvor in dieser chaotischen Zeit, in der wir leben, da die Ruhe zu bewahren, das ist wirklich menschlich gar nicht möglich. Ja, und wie wunderbar ist es dann, diesen übernatürlichen Frieden, diese Ruhe in ihm durch den Glauben zu erleben. Und das ist von ganz, ganz großer Tragweite für jeden Einzelnen von uns. Weil wenn der Feind uns nicht aus der Ruhe bringen kann, wenn er uns diesen Shalom Gottes nicht rauben kann, trotz der Umstände, in denen wir uns wahrscheinlich oder jeder von uns hat irgendwas befinden, wenn ihm das nicht gelingt, dann muss er fliehen. Ja, und das ist seine größte Niederlage. Wenn wir nicht mehr seinen Worten glauben, nicht mehr auf Zweifel hören, auf Ängste, sondern dass wir feststehen im Glauben. Haben wir vorhin ja auch gehört, er ist unsere feste Burg, bei ihm suchen wir Zuflucht und da haben wir Frieden und da haben wir Ruhe. Und dass jeder Einzelne, davon bin ich überzeugt, jeder Einzelne von uns braucht das viel, viel mehr als jemals zuvor, das zu erleben, in seiner Ruhe zu sein. Und das geht nur durch den Glauben. Das steht in Hebräer 4, Vers 3. Denn nur die zum Glauben gefunden haben, werden in die Ruhe Gottes gelangen. Jeden gilt das, der gläubig ist. Wir gelangen so in die Ruhe Gottes. Und das ist mit nichts zu vergleichen, in seiner Ruhe zu sein. Das Volk Israel alleine konnte nicht in die Ruhe kommen. Warum nicht? Weil sie nicht glaubten, aus Mangel an Glauben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Glauben einsetzen, dass wir ihn aktivieren. Ja. Ganz krasses Wort finde ich, Hebräer 4, Vers 1, da steht, lasst uns entsetzt zurückschrecken vor der Möglichkeit, nicht in die Ruhe Gottes eingehen zu können. Also es muss uns wirklich wachrütteln für jeden einzelnen Ungläubigen, dass wir wirklich zurückschrecken, ich weiß nicht, mit Furcht darauf bedacht sein, dass also wir alle sollen in die Ruhe Gottes kommen. Wer will das erleben? Noch viel mehr. Oder wer hat es noch nie erlebt, in die Ruhe Gottes zu kommen, egal in welcher Situation wir uns befinden. Und das ist dann auch wie in Watte gepackt. Also so ganz schlimm war das mit der Banane gar nicht. Kennt das jemand von euch? Man ist in einer ganz schweren Situation und fühlt sich wirklich, ja, ich nenne das so, wie in Watte gepackt. Da ist so ein Friede da, so diese Gewissheit, Gott ist in dieser Situation und er hält mich. Ja. Und manchmal gibt es ja auch so Situationen, da können wir menschlich gesehen auch gar nichts mehr machen. Aber Gott kümmert sich um uns. Ja, es gibt immer Herausforderungen.
Wenn ich jetzt einen Aufruf starten würde, wer will einen großen Glauben haben? Komm, wir segnen euch jetzt. Jeder. Jeder will einen großen Glauben haben. Aber will auch jeder die großen Herausforderungen haben, diese Kämpfe des Glaubens haben? Und das eine gibt es nicht oder ohne das andere. Es ist einfach nicht möglich und das muss uns bewusst sein. Das soll jetzt keine negative Botschaft sein, sondern das ist einfach Fakt, das ist die biblische Wahrheit. Ja? Gott hat uns aber schon den Sieg über unsere Herausforderungen gegeben. Das ist auch Fakt, das ist die Wahrheit. Ich glaube, das steht irgendwo in Sprüche. Also, wir alle wollen einen großen Glauben haben. Und das beinhaltet oft eben auch große Kämpfe, große Herausforderungen, große Siege. Das wollen wir alle, ne? Bei großen Siegen heben wir alle unsere Hand. Für mich ist großer Glaube aber auch, wenn ich trotz Niederlagen, trotz Enttäuschung, trotz der Umstände, in denen ich mich befinde, in der Ruhe bleibe, in seiner Ruhe, mich bei ihm berge und bei ihm bleibe und weiter im Glauben stehe und auf ihn zu vertrauen. Psalm 73, Vers 23 bis 26. Es ist eine meiner Lieblingsstellen. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn ich nur dich habe. Und er ist alle Zeit meines Herzens Trost. Und das ist diese Ruhe im Herzen, trotz der Umstände. Und was ist das für ein Versprechen? Was ist das für ein wunderbares Versprechen? Er ist alle Zeit bei mir. Und Jesus selber betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Im Prinzip kann uns dann ja gar nicht viel passieren. Ja, das zu wissen. Jesus, das hat mich in einigen Situationen, das war so ja, der einzige Halt, den ich so hatte. Jesus selber betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Auch wenn ich gefühlt hatte, ich kann gar nicht mehr glauben. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Und Jesus selber betet für mich, für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Vielleicht hast du jetzt gerade so eine ganz bestimmte Situation vor Augen. Jesus selber betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir haben so, manche Übersetzungen sprechen von Glauben und andere von Vertrauen. Das finde ich auch so schön, weil das Vertrauen, da können wir oft mehr mit anfangen mit diesem Wort. Ja. Vertrauen haben wir alle schon erlebt, auch im negativen Sinn. Wir haben Menschen vertraut und wir haben uns enttäuscht. Ich habe da mal geguckt aus dem Hebräischen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. He, Hamin bedeutet Glauben, fest sein, sich festmachen, unerschütterlich sein. Und daher kommt auch das Wort Amen, wird abgeleitet. Und Amen, wissen wir, heißt ja, ja, so ist es. Also dieses unerschütterliche Vertrauen, das ist Glaube. Und im Griechischen, das finde ich auch sehr spannend, bedeutet das treue Vertrauen, treu sein, gehorsam sein, Gelöbnis abgeben, sich auf jemanden völlig verlassen und meine Existenz an jemanden binden. Das finde ich sehr stark.
All das bedeutet Glauben. Die Frage ist, an wen habe ich meine Existenz gebunden? Und wenn ich meine Existenz wirklich nur an ihn gebunden habe, das wiederum bewirkt totalen Frieden und totale Ruhe. Ja, ich will das. Wollt ihr das auch? Was verhindert die Ruhe, dass wir nicht in seine Ruhe kommen? Was raubt uns den Frieden? Das ist klar. Sorgen, Ängste, Nöte, Mangel, das will uns alles den Frieden rauben. Aber auch, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Falsche Glaubenslehren können uns auch den Frieden rauben und verhindern, dass wir in die Ruhe Gottes kommen. Ich bin ja schon Jahrzehnte in der Seelsorge und es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, und vielleicht so ein paar Beispiele. Nicht um jetzt Menschen irgendwie, also ihr kennt die ja auch alle nicht, Menschen bloßzustellen oder wie, so, also bitte keine Entrüstung und wie kann man nur oder was auch immer, wir stehen alle in der Gefahr und deshalb erzähle ich auch das jetzt nur und finde es so wichtig, weil das kann uns wirklich aus der Ruhe bringen. Ja, nimm jetzt mal ein krasses Beispiel. Und das ist gar nicht, also wenn ich es schon mehrmals erlebt habe, wird es das auch noch öfter geben. Und zwar Ehepaare mit Kinderwunsch. Und wurden einfach nicht schwanger. Hatten also wirklich gebetet, sie haben proklamiert, sie waren in der Seelsorge, sie haben immer wieder für sich beten lassen. In einem Fall war das so, also es war auch die, Gott hatte ihnen angeblich schon den Namen für das Kind gegeben, das geboren wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt hat sich rausgestellt, und das ist unfassbar, hat sich rausgestellt, sie sind einfach, also die Schwangerschaft blieb aus, weil sie ihren ehelichen Pflichten nicht nachgekommen sind. Sie haben nur gebetet. Ja, man denkt, hä? Aber so kann man fehlgeleitet werden. Diese ganzen Glaubenslehren, die so wichtig und so gut sind, ja, aber sie wollten es so. Ich meine, selbst Abraham und Sarah durften ja, ne? Und da steht man davor und denkt, wie kann das noch bestärkt werden? Also die Leute wurden noch bestärkt in diesem Glauben. Ja. Das war Maria vorbehalten. Ja. Ja, das hört sich so krass an, ja, aber sind Auswüchse im Leib. Das ist, ja, wir müssen und sollen und dürfen aufeinander Acht haben. Ja. Andere, wir kennen ja auch diese großen Erweckungen und Glaubenslehren, die ja wirklich wunderbar anfangen, wo wirklich so viel Gutes geschieht und die Leute bekehren sich und. Und dann geschieht es plötzlich, dass ja, Apostelgeschichte wird weitergeführt. Wunderbar, das wollen wir alle. Ja, Amen. Aber dann führt das dahin, sie teilten alles miteinander. Und dann gab es wirklich eine nicht kleine Gruppe, die wirklich alles miteinander teilten, was auch wirklich erst sehr gut war, aber sie teilten dann auch ihre Ehepartner miteinander. Ja, so weit kann es dann gehen. Ja, und anderes Beispiel kurz noch. Du kannst haben, was du glaubst. Ja, und nehmen das so
klar, wir sollen bitten und glauben, dass wir es empfangen haben. Das ist die Wahrheit Gottes. Die steht. Ja? Nur wenn es dann so weit geht, dass die Leute anfangen, zu den Nachbarn zu gehen, ihre Hände auf sein tolles Auto legen und sagen im Namen Jesu, das gehört mir. Oder die sind Wählen abgefahren worden, wo das auch proklamiert wurde. Ja? Dann sage ich, ja, okay, kennt ihr das 10. Gebot nicht oder was ist los? Ja? Aber nicht wirklich darüber erheben, sondern das ist eine ganz große Not und wir müssen, und das steht ja auch, wir sollen alles prüfen am Hand des Wortes. Ja? Und es ist wirklich eine Gefahr. Wir fangen im Glauben an und es sagt ja auch, warum wollt ihr es im Fleisch vollenden? Ja? Und wer steht, soll zusehen, dass er nicht fällt. Ja? Und dazu ist es wichtig, dass wir einander haben, dass wir einander ermutigen, dass wir einander korrigieren und dass wir, ja, unser Glaube soll dazu dienen, dass andere am biblischen, fundierten Glauben festhalten. Amen? Amen. Ja. Also, das wollen wir nicht. So, und Gott hat uns diesen Glauben geschenkt. Jedem Einzelnen von uns ist das Maß des Glaubens gegeben. Keiner ist benachteiligt. Nur wie jeder Einzelne damit umgeht, wie er ihn einsetzt, das müssen wir mit dem Heiligen Geist oder dürfen wir mit dem Heiligen Geist tun. Und das ist so wunderbar. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht beunruhigt, diese Beispiele, aber es ist wirklich, ich hatte das eben jetzt so, dass es so eine Ermahnung sein soll, ja, dass es schon wichtig ist. Gibt es ja auch in ganz kleinen Dingen, ne? Wir müssen auch wirklich, ja, aufeinander Acht haben. Philipper 4, Vers 7 steht, was steht da? Gott, der alles Denken übersteigt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wir kennen alle unsere Gedankenkarussells. Und danke, Halleluja, der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird uns bewahren. Amen. Und dieser Friede Gottes, der ist ja absolut übernatürlich. Und wir leben im Übernatürlichen. Wir wollen immer mehr im Übernatürlichen leben. Wir wollen Erweckung. Und die ist auch absolut übernatürlich. Und eine Stelle noch, die mich total getroffen hat, wieder mal. Und zwar, die steht in Galater 5, 6b. Ein kleiner Satz. Der Glaube wird durch Bemühen wirksam. Nein, der Glaube wird durch Liebe wirksam. Und wir kennen ja alle die Stelle, ne? Hätte ich nicht und hätte ich einen Glauben der Berge versetzt und hätte die Liebe nicht. Selbst das ist doch eine krasse Aussage. Selbst ein Glaube der Berge versetzt nützt nichts, wenn ich die Liebe nicht habe. Aber die Liebe, der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Und wenn wir so eingebunden sind in der Liebe Gottes, dann haben wir Frieden, dann haben wir seine Ruhe. Ja. Es ist uns wahrscheinlich nicht immer bewusst, aber meistens setzen wir unseren Glauben ja ein, damit unsere Gebete erhört werden. Was ja auch richtig und gut ist. Es geht darum, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Ich brauche einen neuen Job. Ich brauche Heilung.
ich will eine gute Beziehung, eine intakte Familie. Alles gute, wichtige Wünsche, Gebetsanliegen. Nur die Priorität ist immer auf das, was ich haben will. Was nicht, ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Ich bete auch viel für meine Bedürfnisse. Auf jeden Fall. Doch noch viel wertvoller ist es, dass wir unseren Fokus so auf ihn leben, auf das, was das Reich Gottes bedeutet, dass das Reich Gottes unter uns sichtbar wird und dass wir zuerst nach seinem Reich trachten und zuerst diese Herzensbeziehung zu ihm haben. Glaube ist immer eine Herzensbeziehung. Und dann hat er uns ja versprochen, er wird uns alles geben, was wir brauchen. Ja. Wenn wir ihn mehr lieben als alles andere, wenn er wirklich an erster Stelle steht, wenn wir ihn mehr lieben als auch als jemand anderen, auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und dann können wir in seiner Ruhe sein und in der Gewissheit leben. Er sorgt sich um uns. Er ist besorgt um uns. Ja. Das ein Herzensanliegen ist es wirklich, dass wir uns gegenseitig ermutigen, weiterwachsen im Glauben, vorangehen. Und dass wir, wenn der eine am Boden liegt, dass wir was nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dass wir wirklich ihn ermutigen und sagen, komm, ne, wir helfen dir. Und dass wir uns freuen über jede Segnung, die ein anderer erfährt. Über jede Glaubenserfahrung, die jemand anders macht. Und das ist ja auch so schön, wenn wir hier die Zeugnisse hören. Das ermutigt uns. Das ermutigt uns total. Und das brauchen wir alles total sehr. Ich habe einen sehr interessanten Satz mal gelesen. Ich weiß nicht, von wem der ist. Echter Glaube handelt auf Gottes Wort hin. Das ist uns klar. Das ist die absolute Priorität, sein Wort. Glaube wächst durch Herausforderungen, nicht unbedingt durch Segnungen. Segnungen sind das Resultat von gelebtem Glauben. Finde ich eine sehr gute Erklärung. Ja. Ja, die Frage, die wir uns jetzt alle stellen dürfen, sollen, müssen: An wen binde ich meine Existenz? Ist Jesus wirklich, ja, die oberste Priorität für mich? Ist er alles für mich? Stehe ich auf dem Wort Gottes? Ist es mir wichtig, wie es dem Leib geht? Will ich ein Ermutiger sein? Ich will ein Ermutiger sein. Auch diese Predigt soll eine Ermutigung sein. Bin ich bereit, mich zu investieren für den Leib, für den anderen, ihn im Glauben weiterzubringen? Das ist der gute Kampf des Glaubens, wenn wir füreinander da sind, wenn wir darauf Acht haben, dass wir unseren Glauben bewahren. Jeff Jensen kennt ihr alle, ne? Der hat auch was Wunderbares gesagt. Glaube macht keinen Sinn. Er bewirkt Wunder. Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche, empfängt das Unmögliche. Amen. Wunderbar, ne? Jo. Und diesen Glauben hat Gott uns geschenkt. Das ist Fakt. Eine habe ich noch. Was ist das? Echt? Woher wisst ihr das? Oder
Warum glaubt ihr das? Wer möchte sie denn haben? Die ganze Zeit schon. Möchtest du? Ja oder nein? Du wagst es zu glauben, dass das eine Banane ist. Okay. Magst du kommen? Ich auch, ob das so funktioniert. Darf ich sie für dich öffnen? Ein Liebesbrief. Es ist eben nicht alles nur Banane. Steckt noch viel mehr drin. Bleibst du noch einen Moment? In dem Liebesbrief steht, stehen zwei Bibelstellen, die lese ich eben vor. Ja? Und zwar Hebräer 11, Vers 6, da steht, die ihn aufrichtig suchen, werden belohnt. Das kannst du jetzt ganz für dich persönlich nehmen, das ist jetzt meins, aber es gilt auch jedem anderen. Und Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können, nach der Kraft, die in uns wirkt, die in dir wirkt. Er gibt dir so viel mehr und ihm allein sei die Herrlichkeit dafür. Amen. Ich sehe gerade für dich so einen Riesenknoten. Ja, und dass Gott dir wirklich sagt, jetzt ist die Zeit da. Lass den Knoten los und dann wird er platzen. Amen. Okay. Ja. Seid ihr ermutigt? Ich bin froh, dass es mit den Bananen geklappt ist. Von daher bin ich schon erleichtert. Okay. Wollen wir beten? Jesus, wir beten dich an, wir preisen dich. Wir danken dir so sehr, dass du uns den Glauben geschenkt hast, sogar deinen Glauben, wenn du sagst, wir sollen den Glauben Gottes haben. Ja, und danach strecken wir uns aus. Und wir preisen dich so sehr für dieses Geschenk des Glaubens und dass du dafür sorgst, dass du dafür betest, dass dieser Glaube nicht aufhört, sondern dass er wächst, dass er stärker wird, dass er reift in uns, dass da, wo wir Durchbruch brauchen, dass wir den Glauben haben, dass dieser Durchbruch unmittelbar bevorsteht. Ja, ich danke dir, dass auch für alle anderen, da, wo Knoten sind, dass diese Knoten platzen, dass heute der Tag ist, dass diese Knoten platzen. Und ich danke dir, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, da, wo wir uns aufgrund von negativen Erfahrungen, von Enttäuschung, wo der Glaube nicht so scheinbar nicht so funktioniert hat, wie wir uns das gewünscht und vorgestellt haben, dass wir da falsche Festlegungen gestellt haben. Und im Namen Jesu sage ich, wir lösen uns jetzt von jeder falschen Festlegung, dass sie keinen Bestand mehr hat, dass sie jetzt zerbricht in Jesu mächtigem Namen. Wir lösen uns davon und wir sagen, Herr, wir schauen auf dich und wir werden gute Erfahrungen machen, Glaubenserfahrungen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dazu
berufen hast, jeden Einzelnen von uns, dass wir uns im Glauben ermutigen, dass jeder Einzelne davon dazu berufen ist, den anderen da hinzubringen, am Glauben festzuhalten und den Glauben zu bewahren. Und ich danke dir hier, Herr, dass wir, ja, dass wir Gläubige sind. Das hast du gesagt. Jeder von uns ist gläubig. Halleluja. Und wir glauben deinem Wort. Wir glauben deinem Wort. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es bist, der uns lehrt in alle Wahrheit, damit wir fest verankert sind in dir, in deinem Wort. Und wenn wir dein Wort sprechen, dass es geschieht. Dass es geschieht, Herr. Und ich danke dir, dass das dein Wille für uns ist, dass wir diesen Glauben freisetzen. Wenn wir dein Wort sprechen, dann geschieht es. In Jesu mächtigen Namen, darauf verlassen wir uns und wir preisen dich. Wir preisen dich und wir wollen immer mehr von dir. Wir wollen uns aber nicht nur immer mehr von dir, sondern wir wollen uns immer mehr dir ausliefern, uns dir hingeben, damit die Erweckung, die du für uns vorbereitet hast, dass die kommen kann und dass sie nicht aufgehalten wird durch nichts und niemand und dass in dieser Erweckung werden Zeichen und Wunder geschehen, die wir uns nicht ausmalen können. Ja. Danke dir, es werden größere Dinge geschehen, als wir es bisher erlebt haben. Danke, danke für das, was war, aber ich preise dich für das, was jetzt kommt. Halleluja. Ich danke dir. Ich gehöre dir, mein Geliebter. Sag das doch mal. Ich gehöre dir, mein Geliebter. Und der Glaube wird durch diese Liebe wirksam. Amen. Amen. Amen.